Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Vaper, hallo Abonnenten in nah und fern, grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt, um meinen Worten zuzuhören. Ja, ein leidiges Thema. Ich habe festgestellt, mein Gott, Walter. Was soll ich sagen? Traurig, aber wahr. Auch mir passiert es. Ja, nee, ist klar. Doch, ja, mein Liquid ist ausgegangen. Alles leer hier. Da, alles weg. Fläschchen ist sauber gemacht. Alles leer hier. Ja, so ein bisschen habe ich teilweise noch in meine Verdampfer drin. Aber Nachschub fehlt. Es tut mir ja rechtschaffen leid. Ich hatte ja gesagt, vor Weihnachten gibt es keine Liquid-Tests. Ja, und jetzt muss ich feststellen, traurig aber wahr, es gibt doch noch. Ne? Und zwar habe ich schon hier meine Werkstattdampfe. Ihr seht, alles schön blank. Ich kann hier auch nochmal ausschalten, da seht ihr es dann besser. Da seht ihr, Watte ist trocken, neu reingezogen und jetzt kommt da neu Leckerchen drauf. Ja, Leckerchen. So, und dann muss man ja immer dafür sorgen, dass auch schön das Liquid von der Watte aufgezogen wird in seinem Tröpfler. So. Seht ihr? Ihr seht nichts, ja. Richtig. Macht das ja heute mal ein bisschen spannend, ne? Zum zweiten Advent. Ja, und heute Abend kommt ja noch mein Hangout. Mein 14-tägiger Sonntags-Hangout. So. Die Haube drauf. So. Erstmal was da drauf, ne, auf den Handrücken. So. Schön vorreiben. Lecker süß. Schmeckt auch gut. Schmeckt nach. Sah ich noch nicht. Hier haben wir die E-Pro 101. Die EA Pro 101 Pro. Obendrauf den Asmodus Voluna 2 mit einem Drip-Tip von. Naja. Von Old Sam. Und da ist genau dasselbe drin, was ich da gerade auf den Tröpfler getan habe. Und hier
Mal wirklich etwas ohne Colada, ohne Menthol. Eine leichte Süße, nicht übertrieben. Also für die Watte sehr gut. Und ich dampfe jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich habe die Automatik jetzt rausgenommen. Es sind auf jeden Fall 0,35 Ohm bei 3,98 Volt auf 39,5 Watt. Dampft gut, schmeckt gut, nicht übertrieben süß und schmeckt genau so, wie es beschrieben wird. Und jetzt nehmen wir die Werkstattdampfe. Und mal gucken, wie das jetzt kommt. Der Vertreiber sagt leicht süß, frisch. Der großartige, saftige Geschmack der Grapefruit stimuliert alle Sinne. Wenn es mal wieder zu heiß wird, schnappt ihr Mandrill. Oder heißt das Mandrill? Keine Ahnung. Ich bin der englischen Sprache eh nicht mächtig. Ich bin in Deutschland geboren und habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie ihr seht, es ist von Vape Street, ein neuer Liquid-Händler auf dem Markt. Soviel wie ich weiß, ist auch Vape Street in Bremen vorhanden auf der Messe. Und ich würde sagen, lasst dort mal einen Besuch und dann, ja, probiert dort mal. Und ich kann wirklich sagen, leicht süß. Naja, ob das eine frische ist, kann ich weder hier noch in den Asmodus schmecken. Ich gebe mal hier noch ein bisschen nach, weil hier dampfe ich mit ca. 50 Watt. Nein. Also frisch würde ich nicht unbedingt behaupten, aber leicht süß und ich schmecke wirklich Grapefruit. Also gut gelungen. Ja. Und ich habe ja schon einiges von Vape Street probiert und das alles, was ich bisher vorgestellt habe, war ja genau nach meinem Geschmack. Ich bin ja für Frucht und Obst zu haben. Kann ich also nicht meckern. Und na, dieses Mandrill ist genauso gut wie das Erdbeer. Also beides wirklich schmeckt sehr identisch. Nach dem jeweiligen Angabe des Herstellers. Das war's. Ich habe euch lange genug hingehalten. Und mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen zweiten Advent. Und man sieht sich heute Abend ab 19 Uhr hier auf dem Kanal. Wenn ihr nicht gerade auf den Weihnachtsmarkt geht, Heuwägelchen, wird heute eventuell der Sonntagsau nicht viel besucht sein. Aber wer auch immer kommen wird, ich hoffe, wir werden unseren Spaß haben. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein.
Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke, und tschüssi und weg. Bye.